der Gerät auch nochmal verzaubern? Denke nicht. Schade. Das wäre jetzt natürlich Hammer awesome. Erstmal mit Geschwindigkeit und Glück craften und dann auch nochmal Glück und Geschwindigkeit draufzaubern. Das wäre mal sowas von geil. Hammer cheat-like. Viel Eisen ich jetzt schon gefunden habe. Obwohl, so viel war es glaube ich noch gar nicht. Ich glaube, ein bisschen über ein Stack. Ich habe schon mal 4 Blöcke. Was ich da So. jetzt erstmal raushol. Und ich bin in einer Eiswendehöhle. Das klingt auch schon mal so gut. In einer Höhle voller Eis. Lol, hier spawnt irgendein Viech plus 60. What the fuck, das ist so ein super Viech. Ich will nicht sterben. Ich sehe es nicht. Wo? Es ist unsichtbar für mich. What the fuck? Ja. What the fuck? Das kriegt doch Leben dazu, das Wix-Ding. Ja, es ist tot. Schnell den Spawner kaputt machen. Boah. Hui. Und in der Kiste sind jede Menge verzauberte Bücher. Komm, nehme ich alles mit. Oh, kann ich gar nicht. Ach, verzauberte Bücher brauchen wir aber gar nicht, ne? Wir haben oben jede Menge. Ja, Kommt eben. drauf an, was es für Verzauberungen sind. Haltbarkeit, hauptsächlich. Boah, ist nicht Haltbarkeit schlecht. 1. Aber das Problem ist, dass die extrem viel Platz fressen. Haltbarkeit 1, Haltbarkeit 1. Shiny Bubbles. Haltbarkeit 1, Schallplatte Cat und ein Eimer. Den Eimer nehme ich mit. Den Rest lasse ich liegen. Alter, ich sinke hier überall im Boden ein. Alles einfach zugleistert mit Stein. Nicht, dass das Wasser hier verschwindet. Nein. Okay, ich geh weg. Ganz so blöd, du hast irgendwie wirklich alle Erze bei dir. Ja, deswegen machen wir das Lager. Das ist auch eingesperrt. Stimmt, das habe ich auch noch. Und den Schlüssel trage ich bei mir. Aber wenn die Erze bei mir sind, dann spricht das einfach nur dafür, dass ich sie auch erfarmt habe. Möchte ich hier mal eben einwerfen. So, dann baue ich mich mal hier rein. Um diesem komischen... Oh, hallo. Genau so etwas wollte ich entgehen, aber okay. Baue ich mich halt hier weiter. Ja, nice. Wenn ich einen von diesen... Wenn ich einen Meteorit abbaue mit meinem Ding, dann baut sich der andere automatisch auch ab. Stumpf. Du hast zu wenig Gold, ich brauche noch einen Goldbarren, danke. Ich habe ganz viel Gold zum Ja, Schmelzen. Erz. Ja. Wenn da bringt mir das ganze Eisen auch nichts. Ich habe zwar auch Golderz, aber... Du bräuchtest es Ja. geschmolzen bräuchtest du es. Reicht einen einzigen Barren. Ja, dann schmelzt ihn doch eben. Es sei denn, es ist gerade ganz viel Eisen im Ofen. Dann ist es natürlich doof. Nein, den Ofen hast du ja abgebaut. Dann mach dir doch eben Steinofen. Ist ja jetzt nicht so, dass das wehtun würde oder so. Really? Okay, die Hürde übernehme ich mal eben.
wie weit weg ich schon von zu Hause bin. Oh, nochmal Diamanten, sehr schön. Und eine Spinne. Na komm her, Schnucki. Stirb an meiner Klinge! Ich hab sogar gar kein Golderz mit. Mir grad auf. Oh, der Diamant. Der wollte wegschwimmen. Hast du jetzt noch ein Golderz irgendwo? I don't know. Ich hab mich schon so lange, kenne ich mich doch nicht mehr in meiner Wohnung aus oder in meinem Baumhaus. Dass ich dir da nichts sagen kann. Da ist ein Golderz. Das ist nämlich alles so durcheinander. Es sieht alles gleich aus und alles ist irgendwie überall und gruselig. Ja. You know what I mean? Ach, hier ist Gold. Wo wir gerade schon davon sprechen. Nimm's doch mit. Ich glaube, ich sollte so langsam mal zurückkommen. Genug von der Mining-Tour. Oder etwa auch nicht. I don't know. Aber ich habe gerade noch dieses komische Silberne gefunden. Fehlt schon wieder ein Cobblestone. Krass. Kann schon mal ein paar Cobblestone-Kisten einrichten. Hallo? Ja, nee, ich bin gerade gegen einen Gegner vertieft. Nee, ich meinte eigentlich gar nicht dich, sondern meine Tastatur, die mich gerade irgendwie veräppelt hat. Fast 2 Stacks Eisen bringe ich mit nach Hause. 20 Aluminium. Ich packe einfach mal gerade alles in meinen Rucksack rein. Außer die Pfeile, die ich selber noch brauchen könnte. Gut. Ich sagen, dann baue ich die Spitzhacke, also diesen Hammer noch zu Ende kaputt und dann passt. Schön. Diamantsichel mit Sharpness 2 von einem Skelett bekommen. Ja, warum nicht? Weil ich meine Seele einkassiert. Und er ist kaputt. Sehr gut. Oder? Ja, er ist kaputt. Dann komme ich mal zurück. Alle Steine wieder mitgenommen, alles klar. Das wird jetzt ein langer Weg zurück. Mal gucken, ob ich ihn finde. Das ist ein Creeper. Der ist aber kein Problem. Ich bin gerade auf Tötungstour. Ja. Lass dich da mal nicht stören. Ich überlege gerade, wo ich hergekommen bin. Ach, guck mal, Diamanten. Krass. Oh, das waren aber noch mehr. Wo komme ich denn her, bitte? Hab ich noch Gold gesehen? Wahrscheinlich aus der Höhle kam ich wahrscheinlich rausgesprintet. Das könnte ich mir fast vorstellen, dass das so ist. Hier steht ein Grabstein. Was steht drauf? Bin ich gestorben. Du, hit the ground too hard. Ja, dachte ich mir. Du hit the ground too hard, alles klar. Wo komme ich denn hierher? Also, hier ist eine Fackel von mir. Zombie-Blut einsammeln. Nein, sterb nicht. Für deine Seele. Das klingt aber grausam. Das klingt so grausam, Fabi. Du machst mir Angst. Ich hab bloß 5 Blatt, aber schon 7 Seelen. Pack dem Watt, kannst du schön... 13.
Oh, hier sind noch mehr Diamanten. Das lohnt sich ja richtig. Ja. Aber ich glaube, ich werde nie mehr zu ja, wollte rückkommen. ich auch gerade sagen. Irgendwann so eher in der Zukunft. Das ist so lustig, wie du die ganze Zeit abgehackt sprichst. Was soll ich denn machen? Weiß ich, was du machen sollst. Oh, Creeper im Haus. Ich find's nur lustig. Ach, komm mal, hier ein Spawner. Schnell alles Nein, kaputt machen. Nein, der Creeper hat sich im Haus hochgejagt. In welchem? Ich hoffe in deinem. Oder im großen, dann... Großen. Und dann hate ich dich jetzt. Unendlichkeit 1, Unendlichkeit 1, Eimer, Shiny Bubble. Nimm mal die Eimer Unendlichkeitsbücher mit, ich hab keine Ahnung, was die bringen. Ich auch nicht. Und eine Schallplatte 13. Oh, ich hab 5 Seelen, cool. Ich schmeiß wieder hier so ein paar weg. Nehme ich einfach alles mit. Kann man ja mal machen. Das ist eine sogenannte Cobblestone-Falle. Wer durchläuft, der hat eine Cobblestone-Falle. Hier liegt so viel Cobblestone, dass wenn du durchläufst, instant dein ganzes Inventar voll gebombt ist. Ah, eine fiese Falle. Eine äußerst fiese Falle. Ich glaube nur, dass ich gleich in diese Falle reintappen werde. Ha! Oh, Glück gehabt. Okay, dann hole ich mir noch das da hinten.